Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Survivalist. Und wie ihr gerade hören könnt, haben euch die Zombies sofort begrüßt. Es fängt ja wieder gut an. Wir sind in der neuen Aufnahme und ich weiß nicht, was ich mit ihm swappen soll. Was will der denn haben? Wasser? Ich habe keine Ahnung, was der haben will. Was will der denn von mir? Hä? Wieso denn ständig Let's Swap Supplies? Ja, was will der denn haben? Ich versteh's nicht. Ich bin gerade, glaube ich, ein klein wenig zu dämmelig. Alles gut, keine Ahnung. Wir gehen einfach weiter. Und irgendwo hier soll nämlich jetzt was sein, wo wir hingehen sollen. Also der Waffengeschäft, besser gesagt. Und dann werden wir es einfach mal probieren. Wir checken hier, glaube ich, nochmal schnell das Haus ab, wenn wir sowieso schon hier sind. Gott, mir gefällt das nicht. Diese Geräusche. Okay, Joey Wheeler has reached level 1 in firearm skills. Super. Ich mache eher Sorgen, dass wir bald keine Munition mehr haben. Das sind nur Bandagen, wir nehmen alles. Assault Rifle Ammo, das ist ja geil. Jetzt bräuchten wir noch eine. Vielleicht finden wir die ja dann demnächst. Der hat gar nichts dabei. Kacke, Mann, das waren jetzt echt richtig, richtig viele. Und Sniper-Rifle-Ammo nehmen wir auch noch mit. Und ich würde sagen, wir versuchen jetzt mal ins Haus reinzugehen. Was ist denn da drin? Hä? Ich wollte nicht handeln, ich wollte ins Haus gehen. Geh weg. Nein, Haus. So, F1. Hier drin befindet sich Wein, Gold, das wollen wir, denn ich habe festgestellt, dass wir... Ach so, wir können das jetzt auch noch verteilen. Nee, das nehmen wir. Canned Food. Das nehmen am besten auch mal wir. Fein Wein. Das geben wir ihm mit. Nee? So. Wir sollen hier weitergehen. Und sollen dann tolle Waffen bekommen, hoffe ich. Ich hoffe, dass jetzt einfach mal so dieses Assault Rifle Ammo und alles irgendwie so ein Vorgeschmack war. Ich werde jetzt keine Munition mehr finden. Ich werde auf den Zombie eintreten. Bis er tot ist. Und das ist er jetzt. Okay. Wir schauen nach. Der hat gar nichts dabei. Der hat auch nichts dabei. Was mich übrigens wundert, ist, dass die Zombies offensichtlich nicht hören, dass hier rumgeschossen wird. Und sofort alle gerannt kommen. Na, das hat sie zur Folge gebracht. Wir nehmen noch mehr Gold mit. Und was hat der dabei? Auch noch Gold. Jetzt müssen wir da nur noch reingehen. Können wir nicht. Wir müssen das hier mit Isham rein. Na, hör doch mal auf. So, Isham hatte den Schlüssel. Dann kann er hier gleich mal nachgucken. Und nochmal Gold, das nehmen wir. Achso, was ich vorhin noch sagen wollte. Das Gold nehmen wir deshalb mit, weil wir nämlich dann handeln können. Achso, Isham müssen wir also wieder auswählen, okay. Halt. Ich bin verwirrt. Das ist jetzt Isham, jetzt haben wir den richtigen ausgewählt. Und wir gehen rein. Take the shotgun and the assault rifle from the gun store. Okay, das werden wir machen. Wir gehen wieder rein ins Menü und wir finden hier... Oh. Ich glaube, die kann nur dooferweise niemand wirklich tragen. Shit. Die wiegt einfach zu viel.
Die Shotgun wiegt 7, eine Pistole. Okay, dann geben wir die Shotgun einfach mal ihr. Dann kriegt sie natürlich auch noch die ganze Shotgun-Ammo. Wie viel kann sie tragen? Insgesamt 69, oh Gott. Und jetzt ist sie voll. Was machen wir jetzt mit unseren Genies hier? Ich glaube, die müssen jetzt nochmal rausgehen. Das machen wir jetzt einfach mal. Genau, und jetzt werden wir tatsächlich Supplies swappen. Wartet. Bleib doch mal da. Genau, let's swap Supplies. Und jetzt kriegst du lauter Mist und ich krieg das fette Sturmgewehr. So. Dann kann er das auch noch haben. Und ich glaube, er hat noch ein bisschen Platz, also geben wir ihm auch noch. Das geht schon nicht mehr. Ich will halt nichts wegwerfen, das wäre Quatsch. Ja gut, wir können sie jetzt immerhin tragen, aber viel Munition geht da nicht. Die Enten. Drücken mal wieder die F1-Taste. Jetzt können wir das nehmen. Und geben es Joe Wheeler. So, der kann hoffentlich noch ein bisschen Assault Rifle Ammo mitnehmen. 23 Schuss, ja Wahnsinn. Ich glaube, wir werden da wohl noch ein paar Mal hin und her gehen müssen. We need to establish and operate a base to operate from a while. I figure out my next move. Bla bla bla. Okay, Joey Wheeler will nicht mitmachen, der will keine Basis bauen. Und jetzt... Ich erkläre euch das am Ende. Okay, also folgendes. Die haben sich jetzt gerade darüber unterhalten gehabt, dass sie doch jetzt bestmöglich... Ja? Moment, ich muss mal ganz kurz wechseln. Der ist es. Ah, jetzt haben wir es. Bam. Also, die haben sich darüber unterhalten, dass sie jetzt wohl dringend eine Basis bauen müssen. Allerdings gibt es ein gewisses Problem. Sie waren jetzt der Meinung, dass wir jetzt ja hier bei unserem Apotheker uns einnisten könnten. Er ist allerdings der Meinung, dass das absolut nicht sicher ist und viel zu gefährlich und dass Dörfer im Moment einfach mal Todesfallen sind. Kein Wunder, viele Menschen und Plünderer und alles mögliche. Jetzt hat also der gute Joey vorgeschlagen, na gut, dann lass uns doch wieder zurückgehen zu meinem Bunker und uns dort die Basis aufschlagen. Und das werden wir jetzt einfach mal machen, dort sollen wir hingehen, das ist der nächste Quest quasi. Ich hoffe, dass es nicht allzu weit ist. Holy shit. Ich glaube, das nehmen wir lieber nicht mit. Oder besser gesagt, das nehmen wir jetzt mal lieber nicht als Waffe. Wer könnte denn noch etwas tragen? Wir gehen mal durch. Bringst du dann noch das Wasser rein? Nee. Aber du könntest jetzt eins trinken. Wie sieht's denn aus bei dir? Verdammt, wie kamen wir denn nochmal ins Inventar? Drücken wir dazu Inventar? Drücken wir F2? Der hat ein bisschen Durst, aber da würde ich jetzt noch nicht anfangen zu trinken. Können wir jetzt auch so einfach... Ah, wir können die auch weiterhin mit Q und E durchschalten. Okay, sie hätte Durst. Müsste dringend schlafen und hat ein bisschen Hunger. Das machen wir alles, wenn wir erstmal im Bunker sind. Wobei, sie könnte eigentlich schon. Wir schauen mal ins Inventar. Ob sie denn Wasser dabei hat, hat sie. Soll sie jetzt einfach erstmal trinken. Und dann kann sie hier die Flasche noch mitnehmen. So, und ich hoffe einfach mal, dass die nicht respawnen. Wir gehen jetzt nochmal zu dem geliebten Herrn Wheeler. Der soll bitte wieder eine andere Waffe nehmen.
Denn mit dem MG verschießt er mir deutlich zu viel Munition. No. Läuft doch, also so geht's im Moment recht gut. Was hat er dabei? Wasser, das wir nicht nehmen können. Und Wodka können wir im Moment auch nicht nehmen. Shit, ey. Und wir haben kaum noch Munition. Das ist ein bisschen problematisch. Meine Fresse. Das geht ja ganz schön ab. Arschloch. Gut, wir nehmen hier mal alles mit. Joey ist unser Geldmann. Was will ich denn mit der Detective Novel? Was kann man damit machen? Books can be useful as gifts if you want to get into someone's good grace. But make sure you find the right book for the right person. Also auf gut Deutsch, man kann die Dinger dann wohl toll zum Handeln nehmen. Oder es, besser gesagt, es sind tolle Geschenke. Und dann kann man den Personen das also schenken und dadurch sich so ein bisschen guten Willen erkaufen. Allerdings sollte man halt darauf achten, dass man auch das richtige Buch für die richtige Person hat. Macht Sinn. Das holen wir später ab. Was ist jetzt hier? Klopf, ich nehme das einfach mal mit. Gold sowieso. So, bald geht einem die Munition hier aus. Gott, ich hoffe, die respawnen nicht. Das können wir noch mitnehmen. Da lag doch auch noch eine Leiche. Die hat auch nochmal Chips dabei. Und die hat nochmal Wodka dabei. Mensch, das wären natürlich tolle Handelsgüter. So, wir sind jetzt beim letzten Magazin. Oh. Shotgun-Ammo. 64. Wir nehmen einfach mal mit. Und switchen. Er hat jetzt irgendwas gegessen, der gute Wieler. Und sie geht halt massiv durch Munition. So, was würde der gute Joey denn hier noch finden? Pistolen-Ammo, da können wir definitiv wieder was gebrauchen. Ah, 12 Schuss, okay. Woodplanks. Damit können wir wahrscheinlich später Sachen craften. Oh, wir sind schon voll. Und dann gucken wir da nochmal. Noch mehr Wodka. Ich denke, Alkohol dürfte ein super Handelsgut sein. Wir müssen halt dann später wiederkommen. Kommt ihr mit? Oh, Alice Ivers has reached level 1 in Firearm Skills. Das ist sehr gut. So, ich hoffe, dass uns jetzt niemand mehr begegnet und wir gleich beim Bunker sind. Nein. Solche Straßen sind halt echt gefährlich. Oh, jetzt sehe ich es erst. Wir haben ja rechts in der Mitte eine Karte. Wie klug von mir. So, Erschöpfung ist recht hoch. Wir müssen uns mal ganz kurz erholen. Und ich würde sagen, wir schleichen dann nochmal hier hin. Arschloch. Ist hier was? Nee. Haben wir in dem Auto noch was gehabt? Ich glaube nicht. So, jetzt ist natürlich die große Frage, wie viel wir im Bunker lagern können. Okay. Also es sieht nach einer guten Location aus und wir sollten halt jetzt irgendwie so einen Zaun drum bauen. Okay. Ich lasse es einfach laufen, also ihr könnt dann wieder lesen und ich versuche dann irgendwas zu erklären.
Wow, also gut. Folgende Sache. Wir bleiben jetzt also hier bei diesem Bunker, wurde gesagt. Dann richten wir uns dort jetzt erstmal ein und werden so einen Zaun drum bauen. Der gute Isham, das war der Apotheker, der hat jetzt vorgeschlagen, dass er hier auch wieder so einen Holzzaun drum bauen kann, weil er das ja schon bei sich gemacht hat. Also alles kein Problem für ihn, er kennt sich da aus. Mit Isham sollen wir jetzt dann auch in den Hardware-Store im Endeffekt gehen. Und, oh Gott, jetzt wird es ja langsam kompliziert. Naja, auf alle Fälle hat Alice dann uns noch mitgeteilt, dass es wohl noch woanders Überlebende gibt und wir dorthin gehen könnten, um nachzufragen, also ob wir irgendwas bekommen können oder ob sie wissen, wo es wieder mehr Essen Insulin gibt. So sieht's aus im Moment. Wie es dann allerdings wirklich weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen, ich wünsche euch was und ciao.